So, und da sind wir wieder in Skyrim Special Edition. Das letzte Mal haben wir mit ihm geredet, er hat jetzt nicht so viel gesagt. Wir gucken jetzt mal weiter, was wir hier noch so entdecken können. Ziemlich ruhig hier. Das ist schön. Ich mag es ruhig. Also. Hallo, komm her. Ja. Mein Schmetterling gefangen. Also drei. Oh mein Gott. Ich kann nicht hüpfen. Nun ja, ist wohl weggelaufen. So langsam gewesen. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ja, mach mich nicht an. Wenn ich nicht hüpfen kann, was soll ich denn tun? Ah, ihr seht nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb Wollte bin ich ich mit ja meinen auch gar Schildbrüdern nicht. hier. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Nein? Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Oh, das klingt gut, das klingt gut. Bezahlung klingt immer gut. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Ja, das machen wir später. Hallo, hast du irgendwas bei? Drei Eisenpfeile. Yeah. Hallo. Ihr braucht etwas? Nö, nicht so direkt. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Na, doof gelaufen. Doch, hüpfen funktioniert. Komisch. Mehr Blumen. Right, run. Run away. Hallo. Soll ich euch mitnehmen? Nein. Wir sind ja gerade erst angekommen. Hallo, Mieze. Der Wind weht hier bitter kalt. Ah. Hm. Die Kajir kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Cyrodiil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. So. Und warum verkauft ihr eure Waren hier? Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Was für Drachen? Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Das hatte ich vor. So, dann zeig mal. Werft einen Blick darauf. Ja, hatte ich gerade vor. Ah. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja.
Sieht jetzt alles nicht so spannend aus. Aha. Mondzucker. Oh, 155. Ihhh. Ich brauch den aber. Ach, was soll's, gib her. So, hast du noch irgendwas? Nee, sieht nicht danach aus. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Hab ich noch irgendwas? Ah, so viel Schrott. Könnten wir das Fell verkaufen? Brauchen wir eh nicht. Das Gift? Gift brauchen wir auch nicht. Ah, was haben wir noch so? Kopfgeld? Hier kannst du haben. Brauch ich nicht. Lachsfleisch. Kannst du auch haben. Ja. Oh, achso, Lähmungsgift. Ne, das können wir vielleicht noch behalten. Das wäre nicht schlecht. Oh, unser Wildbrett aus der letzten Folge. Der Wolfspelz. Und damit sind wir durch. So, möge viel zu viel Geld bei dir gelassen. Euch zu warmen Wüsten führen. Könnte ich dir das wieder abnehmen? Sieht nicht so aus. Aber wir versuchen dir das trotzdem hier abzunehmen, was du hier noch an Geld hast. Ja. Keiner gesehen. Und ja. Du bist? Ihr ehrt Khajiit mit eurer Anwesenheit. So bin ich. Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Sie werden euch nie kommen sehen. Ja, das kaufen wir jetzt aber nicht. Das ist mir zu teuer. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. Mach ich. Irgendwann bestimmt. Der Windels. Hallo. Blumen. Ach, gucke. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Das ist eine schöne Augenfarbe. Gefällt mir. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Wir versuchen es mit Überreden. Ich habe Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Ja, Baby, ich hab's immer noch drauf. Selbst Männer können meinem Charme nicht widerstehen. So. Hallo, Weißlauf. Hey, Baby. Oh, wir werden noch Liebe machen. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Okay. Yay. Geil. Mehr Zeug. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut.
Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Methalle klingt super. Arbeitest du den ganzen Tag hier, Püffi? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Ich habe mein bestes Stück ja immer bei mir, aber natürlich kann ich dein bestes Stück auch wegbringen. Natürlich. Danke. So gut. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So viel Blumen hier. Wir brauchen bald eine Lagermöglichkeit. Das hört hier gar nicht auf. Hier haben wir überall alles. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Aha. Ja, so, so. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Es geht. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Also, ich habe einen Mammutstoßzahn. Aber den kannst du nicht weggeben. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Na gut, dann kümmern wir uns um deine Belange. Aber wir reden noch hier mit Carlotta. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. ich könnte ihn zähmen. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Ach doch, ich denke, Pfeile dringen in jeden Dickschädel. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Isolda, oder? Was für so, dann... Noch mehr Blumen, Blumen. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Okay. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Was willst du denn? Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Mir gehört der Eisfurchenhof. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, wie man sieht. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Ihr habt alle nicht so mit viel Banditen zu reden. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Natürlich habe ich Geld für dich. Hier, nimm. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja, so bin ich. Bis dann. Ich weiß, dass euch eure Familienehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Hallo. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Besten im Hinterteil des Meistens Jana. Macht es Spaß, dort kriegt er da Zeit für gewöhnlich herum.
Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht zwei gute Männer anheuern. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach. Holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Nette Frau, hast du dir da ausgesucht? Saphir. Wartet. Ich... Sie wartet wohl nicht. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Worüber habt ihr beiden gestritten? Saphir, gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Na, brauchst du hier für das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ja, gut. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Solange sammle ich weiter Blumen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten echte Flower Power diese Folge. Sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Morgen 10 Septime Babykampfgeborener. Oder es gibt eins auf die Nase und die Lippe. Nein, bitte. Gott, es gibt hier so viele Blumen. Ich weiß, ich wiederhole mich aber. Es ist echt nicht wenig, was es hier gibt, ne? Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Nachdem wir hier noch schnell diese Blumen eingesammelt haben. So. Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk. Aha. Also steht auf. Aktivieren. Steht auf, Kinder des Kaiserreichs. Steht auf, Sturmmäntel. Nehmt das Wort des mächtigen Talos an, der sowohl Mensch... Na gut, und bevor wir das Ganze jetzt betreten, bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis dahin.